Oh, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Sein und Haben. Ja, neue Folge, neue Woche. Neues Glück. Wir müssen sagen, ihr habt es bestimmt mitbekommen, letzte Woche waren wir mal kurz verschollen. Genau, da hatten wir einen kurzen Durchhänger. Ja, ganz ehrlich, manchmal haben wir auch einen Durchhänger. Genau. Und ich fand es interessant, Isabella hat dasselbe gesagt wie ich, wir waren beide so ein bisschen... Oh, ich glaube, wir müssen mal irgendwie ein bisschen was Neues reinbringen hier in den ganzen Laden und ein bisschen was machen. Und da hat es uns dann tatsächlich dazu, weiß nicht, vielleicht kennt es einer von euch, dazu gebracht, dass wir irgendwie kurz gestockt sind. So, okay, was könnten wir machen? Das hat uns direkt blockiert ein bisschen. Ja, genau. Ja. Und ja. Dann haben wir uns eigentlich gedacht, so, hey, wir könnten eigentlich mal unsere Zuhörerschaft, Zuschauerschaft fragen, ob ihr Ideen habt, was wir denn noch verändern könnten, ob ihr irgendwie neue Impulse habt, vielleicht aber auch ein neues, irgendein Thema, das euch beschäftigt, und wollten euch bitten, etwas mehr mit uns in Interaktion zu gehen, dass wir einfach mehr für euch maßgeschneidert liefern können. Genau, also wenn ihr da Ideen und Vorschläge habt, gerne, genau. Freut uns. Ja, und was vielleicht vielen nicht so ganz bewusst ist, es ist nämlich oft so, das ist gar nicht mal so dieses, oh, wir wollen irgendwie berühmt werden oder keine Ahnung, aber es macht einfach schon so wahnsinnig, ja, okay, berühmt, wir würden jetzt nicht Nein sagen, aber es ist wirklich, es macht so viel Spaß, in Interaktion zu gehen, einfach zu merken, so, oh wow, da hört jemand unseren Podcast und der hat das und das dazu zu sagen, und das macht uns einfach irre viel Spaß, also nicht zögern, sondern schreiben. Genau. Genau. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Genau. Das erste Thema ist ein Tabuthema. Oh Gott, Moment, stopp. Bevor wir ein Tabuthema beginnen, müssen wir einen Sekt trinken. Oh ja, genau, du hast recht. Ja, also bitte, es kann doch nicht wahr sein. Okay, wir wollen jetzt nicht lügen. Oh, schnell, schnell. Wir haben vorher schon ein bisschen getankt. Ein bisschen. Genau. Das darf man schon. Ja. Und die Flasche macht bei euch umsonst auf. Prost. Also ich dachte, jetzt kommt ja was anderes, und zwar Triggerwarnung. Ah ja, Triggerwarnung. Wenn ihr sensibel seid auf das Thema Toilettengang, dann schaltet jetzt lieber ab. Ja, es könnte schmutzig werden. Genau. Ja, und zwar geht es darum, Romy, das ist wirklich was, mit dem, über das habe ich, glaube ich, noch nie mit jemandem geredet, und zwar benutzt du feuchtes Toilettenpapier. Haben wir ja zu Hause, ja. Habt ihr zu Hause, ja. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt ohne feuchtes Toilettenpapier irgendwie... Ja. Dann würde ich mich so fühlen wie wahrscheinlich ein anderer, der jetzt dann im Dschungel aufs Klo geht oder so. Also da würde ich mich so fühlen, so, oh, mit einem Blatt, hier ein Blatt. So, also du fühlst dich schon sehr rückständig ohne feuchtes Toilettenpapier. Genau, ja. Ja, schön, okay. Auf den Punkt, ja. Gebracht, gell. Also ohne feuchtes, okay, ja, aha. Aber... Ja, interessant, weil das hatten wir auch noch nicht immer. Nee, genau, ja, das ist ja eher so eine Sache. Also ich kann mich erinnern, in unserer Kindheit, da war das erst so im Kommen mit dem feuchten Toilettenpapier. Hey, ich weiß, glaube ich, mit was losging. Mhm. Charmin. Charmin, ja. Charmin, der Bär, der so kuschelig, weich. Genau, und das fand ich super. Wir wollten das auch unbedingt als Kinder, aber also ich weiß noch, das hat voll gezogen, dieser Bär mit dem kuschelweichen Popotuch. Ja. Aber war wahnsinnig teuer. Charmin, weiß ich nicht, ob es heute noch gibt. Ja, also das heißt, die haben bestimmt den Namen gewechselt, ja. Oder so. Ja, aber das war eben dieses erste Softe, ja? Genau, genau. Ja, und ich meine, ich kenne auch andere Leute, das hat mir schon mal einer erzählt, dass es echt, also ohne feuchtes... Ja. Ja. Fällt dir auch gerade ein, Berger? Natürlich, ja. Der fährt nicht weg ohne feuchtes Toilette. Also wir reden über dich so viel im Podcast, aber... Ja, wir freuen uns, wenn wir dich bald wiedersehen. Bis jetzt bist du noch nicht da gewesen, ja. Gut, auf jeden Fall... Auf jeden Fall feuchtes Toilettenpapier, und auch, ich habe mir das tatsächlich schon mal durchgelesen, da steht auch bei manchen feuchten Toilettenpapier die Anwendung drauf, erst trocken, dann feucht, dann nochmal trocken. Mhm. Also, und an diese Reihenfolge halte ich mich auch. Und wie sieht es bei dir aus? Ist es auch so? Oder, weil es kann sein, dass es bei Leuten ganz verschieden nein, ist. Nein, nein, feucht, und dann lasse ich das einfach Luft trocknen. So wie auch beim Wohnung durchwischen. Ah, okay, ja. Ja, so machen wir das. Ja, oder? Guter Vergleich, ja. Guter Vergleich. Nee, aber also, ich käme da jetzt gar nicht auf Idee. Das passt schon. Echt, es ist nee? Doch jetzt nicht nass danach. Aber siehst du, das ist auch, da gibt es doch auch in anderen Ländern, gerade glaube ich asiatische, ja. Länder, diese Popoduschen. Ja? Ja, genau. Und da denke ich mir zum Beispiel auch, ja, aber nach der Popodusche möchte ich mich nochmal trocknen. Das machen die genauso. Deswegen gibt es da tatsächlich, also ich bin ja viel gereist und ich bin echt viel gereist, bin viel rumgekommen, Leute, und ich kenne mich aus. Auf jeden Fall
Es ist schwierig, Deutsch zu sprechen, so schwierig, weil ich immer so viel in der Welt umreise. Ja, ich war so viel unterwegs und es ist so schwierig, wie soll ich sagen? Okay, auf jeden Fall. Ist es mir wirklich auch gesagt worden, dass es doch eigentlich eklig ist, sich nur quasi mit Papier und ohne Wasser. Und sie haben Klopapier dort in den Ländern, also jetzt Thailand und Indien kann ich jetzt so sagen, ich glaube in Bali war es genauso. Sie haben Klopapier, aber halt zum Trocknen. Ich kann mir das aus der Perspektive auch wirklich vorstellen, dass man sich denkt, dass alles andere ist ja unhygienisch. Ja, weil ich verstehe es, es ist ja bestimmt wirklich hygienischer, aber ich glaube, das müsste einem halt mal niemand zeigen. Also wenn man dort in diesen Ländern ist, dann hat man da echt Berührungsängste, gell? Ja, aber ich muss auch mal so sagen, wenn jetzt der Strahl halt ziemlich hart ist, vielleicht muss man da so ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das dann machen muss. Ja, ich hatte da echt ein Hotel in Thailand, da war der Strahl so stark, es probierst einmal und dann denkst du dir, hey, ich will doch hier nicht zum Arzt und sagen, ich habe mich mit der Popodusche verletzt. Genau. Stell dir mal vor. Na, also vielleicht gibt es da wirklich eine Anleitung, vielleicht gibt es ein Tutorial. Ich werde mal googeln nachher. Ja, das wäre interessant. Naja. Ich werde auf YouTube googeln. Das ist auch irgendwie total verrückt, dass man sowas sagt, oder? Das stimmt. Auf jeden Fall, wenn ich auf der Toilette sitze, dann möchte ich auch manchmal was lesen, aber ich habe jetzt ja nicht so Zeitungen wie manche. Mhm. Das ist mir dann ein bisschen zu lange Lektüre, wenn du verstehst. Und also nehme ich dann manchmal was um mich so rum ist. Zum Beispiel eben so ein feuchtes Toilettenpapier und dann lese ich. Deswegen weiß ich auch, dass auf manchen die Anwendung draufsteht und so weiter. Und in letzter Zeit ist mir öfter aufgefallen, was da so als Werbung noch draufsteht. Mhm. Also zum Beispiel dein Wellness-Moment. Wow. Dann denke ich mir, okay, also wenn das mein einziger Wellness-Moment ist, gibt es einen Strick. Gell? Oh ja. Oder auf dem hier finde ich auch recht witzig, Golden Soul. Ja, an was erinnert euch das? Soul Glow von Prinz von Zumunda. Ganz genau, Romy. Got it, Soul. Also da merkt man ja, Golden Soul. Das macht total den Sinn für den Abwischreinigungsprozess. Ja, genau. Ja. Ja, klar, man fragt sich unweigerlich, okay, was hat das mit meiner Seele zu tun? Ja, und so Sachen liest man auf vielen feuchten Toilettenpapier. Und dann haben wir gedacht, da wäre doch besser was anderes. Andere Sachen würden viel besser passen. Also habe ich mir ein paar Sachen überlegt. Zum Beispiel für den Arsch. Er ist doch viel treffender, oder? Ja, finde ich total super. Ist auch ganz klar, was die Sache ist. Und ich finde auch das Design halt wahnsinnig schön auch. Ja, kann man direkt so übernehmen, wie es ist. Ist ansprechend. Außerdem, da vertuscht man auch nichts. Es ist einfach auf den Punkt gebracht. Genau, ja. Oder scheiß drauf. Weißt du, und das ist ja auch so schön zweideutig. Ist auf der einen Seite, hey, ich bin eine lästige Person hier, mir ist alles egal. Ja. Ja. Auf der anderen Seite aber auch, hey, da ist dann Scheiß drauf. Weißt also du, Scheiß da drauf? Ja, genau. Also okay, das cool. Ja, ich finde das auch voll originell. Ja, genau. Also das heißt auch, es ist nicht für einen dummen Klopapier, Feuchttuchverbraucher, sondern es ist na, auch schon einen, der jemand, der genau Doppeldeutigkeit zu. Oder was ich mir auch überlegt habe für ein bisschen religiösere Leute. Ja. Gell? Amazing Ass. Amazing Ass. Okay, eigentlich ist Singen dein Part. How sweet the sound. Wir sind beide gleich blöd. Ja, aber es ist echt gemein, dieses Lied zu verunglimpfen. Ich mag es ja eigentlich ganz gern. Okay. Mhm. Oder dann habe ich mir gedacht, vielleicht mehr für die Männer. Gell? Mhm. Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was da wirklich anspricht, aber. Super schön. Be popular. Popular. Gell? Normal schreibt man es mit U. Stay fresh. Aber so für Popo. Cool und, ja. Stay fresh. Und diese Typen, die haben dann noch so Cappies auf, dass sich die Männer angesprochen fühlen. So, yeah, cool. Ja, so, hey, das ist meins. Yo. Yeah, stay fresh. Und Popo leer. Popo, der Popo ist leer so. Auch, ja. Auch, auch ist auch drin, ja. Yeah. Sag es. Fantastic. Ja, fantastic. Da ist eben ja, ihr seht es, ne? Boah, super, ganz auch, oder? Ehrlich, ich würde mir das sogar ausdrucken und hinhängen. Ja, fantastic. Vielleicht auch als Toilettenposter. Und als Schluss fand ich auch noch stark Hinterteil leider geil. Ja, also ja. Das sind alles so Vorschläge.
Und ich bin dafür, dass man da wirklich was ändert dran. Also, ja. Wenn ihr noch eine Texterin braucht, ihr seht, lasst euch nicht verarschen mit Golden Soul. Ja. Genau. Ich hätte einige Vorschläge und vielleicht fällt euch ja auch noch was ein. Ja. Schließt euch unserem Brainstorming an und schreibt es uns in die Kommentare. Ja. Bis dann. Viel Spaß auf der Toilette. Ihr werdet bestimmt an uns denken. Das freut uns. Das finden wir total romantisch, Leute. Tschüssi. Tschüss.